Hallo und herzlich willkommen zum Review der Zotac RTX 2080 am Extreme Edition mit mir, Alewach 1990. Ich habe heute mal die Chance, euch die Grafikkarte, die RTX 2080 am Extreme Edition von Zotac vorzustellen. Es ist ein richtiges Review, da ich auch Benchmarks und sowas vorbereitet habe. Aber jetzt geht es erstmal zum Lieferumfang und natürlich um die groben Daten der RTX 2080. Und ich würde sagen, auf geht's. Wir machen die Karton mal auf. Ja, schlichtes Design von Zotac. Man kennt's. Und was kommt aus dem Karton hervor? Natürlich ein zweiter Karton. Erstmal nochmal mit der Grafikkarte als Symbol. Aber der Karton hat nochmal einen Karton, beziehungsweise nochmal eine Umverpackung. Und dann haben wir endlich mal die Grafikkarte freigelegt, beziehungsweise den Hauptkarton. Den können wir jetzt hier öffnen. Und da kommt uns als erstes ein kurzer Umschlag entgegen. Den können wir hier rausziehen. Und da ist halt einmal ein bisschen Flyer drinne zur Zotac Box. Also so ein kleiner Mini-PC, eine Quick-Start-Anleitung und dann nochmal so ein kleiner Flyer. Also die typische Beilage. Und ich würde sagen, wir klappen einmal weiter auf. So, und da ist es auch schon. Die Zotac an sich selbst und hier einmal die beiden Stromkabel von 2x6 auf 1x8-Pin. Die Stromkabel, die man ja dann natürlich dazu braucht. Und wir kommen jetzt einmal zur Grafikkarte selbst. Die ist natürlich jetzt sehr, sehr fest hier drinne. Da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht irgendwie die Verpackung hier kaputt macht. Ist natürlich ein großes, gutes Monster, diese Grafikkarte. Die sind ja immer größer geworden. Aber die sind ja eigentlich gleich groß geblieben. Seit der 89er Serie ist natürlich Luftpolster ummantelt, eine gute Ding. Und jetzt bleibt es noch ein bisschen hacken, ziert sich ein bisschen. Also möchte noch nicht raus und da haben wir sie auch schon. Da haben wir die Zotac, die Grafikkarte. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Erstmal ein paar Fakten zu der Zotac, bevor es an den PC geht. Und ich würde sagen, auf geht's mit der Länge, die ist von hier bis zum längsten Punkt. 32,5 cm lang, das heißt, es ist ja nichts für kleine Tower, definitiv nicht. Dann braucht ihr schon einen guten Big Tower oder halt ja einen sehr, sehr geräumigen, kleineren, so ein Midi Tower. Müsste unter Umständen auch passen, wenn es ein geräumiger ist. Da gibt ja auch nochmal kleine Unterschiede, aber sollte man schon aufpassen, da sollte man schon vorher das Gehäuse messen. So, hoch ist das gute Ding von hier unten bis zum höchsten Punkt, müsste der hier sein. 12,5 cm und dick von hier bis hier, auch wieder die höchsten Punkte genommen, 6 cm. 2,5er ja, Slot, Baugröße. Ich bin aber eher schon fast der Meinung, dass es fast schon in die 3er-Slot-Reihe geht. Man hat zwar hier den Double-Slot oder 2,5er-Slot, aber da sollte man trotzdem aufpassen und eher mit 3-Slot-Baugröße ja, einrechnen. Aber bedenken, ein Gewicht hat die Grafikkarte von 1,5 Kilo, ist schon hart. Da gibt es manche, ich bin der Meinung, ja doch, die MSI 2080 Ti Lightning Z, die hat sogar noch so ein Stäbchen damit bei, dass die halt nicht runtersackt oder abbricht oder wie auch immer, hat die Zotac hier nicht mit bei. 1,5 Kilo, also knapp 1,5 Kilo, trotzdem schon ein starkes Gewicht. Ein Preis, den haue ich jetzt schon mal raus, den kann man ja bei Idealo so ab 734 € kann man die Grafikkarte hier erwerben. Und das ist eigentlich, wenn man sich so überlegt, was die noch vor 2 Monaten kostet hat, mit knapp 1.000 € doch schon, Anführungszeichen, ein Schnäpperchen. Und jetzt kommt es aber zu den wichtigen Fakten, die man zwar überall nachlesen kann, ich möchte sie hier aber auch nochmal erwähnen. Der Basistakt sind 1515 MHz, der Boosttakt sind 1905 MHz. Natürlich werkseitig schon von Zotac übertaktet. Da werdet ihr aber nachher sehen, bei dem Benchmark-Test, dass da definitiv noch mehr geht im Boost-Takt, ohne selber zu overclocken, sondern einfach nur, was die Grafikkarte wirklich hergibt an Boost-Takt. 8 GB GDDR6 RAM mit 7200 MHz. Ja, Stromanschlüsse habt ihr gesehen, 2x8-Pin overall. Und die Anschlüsse, die seht ihr natürlich hier vorne. 3x DisplayPort mit ein DisplayPort 1.4, das heißt 144 Hertz gehen da definitiv. Einmal HDMI 2.0b und einmal hier dieses kleine Steckerchen ist der USB 3.1
1 Typ C für HTC Vive etc. Und das war es eigentlich auch schon, was man jetzt so drumherum von der Grafikkarte sagen kann. Die Lüfter habe ich jetzt nicht nachgemessen, aber sind wahrscheinlich wieder 10er oder sowas. Möchte ich mich jetzt aber nicht festlegen, kann jetzt auch schlecht nachmessen. Ansonsten hat man hier die weißen Stellen, da, da und hier hinten das RGB-Beleuchtung. Da werdet ihr natürlich auch nachher noch eine Impression sehen im Video. Aber dann würde ich sagen, das war's. Ich werde hier nochmal reinschreiben, wie breit die Lüfter sind und dass ihr auch da die Informationen habt. Ansonsten kann man nochmal ganz kurz zurückgucken auf die Backplate und mal das Zotec-Logo live to game und damit sieht sie doch sehr, sehr schön aus. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal von den Impressionen. Technische Daten habt ihr gekriegt. Und ich würde sagen, auf geht's zum PC, zum Firestorm-Programm, wo man RGB und auch ein bisschen overclocken kann und danach die Benchmarks. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder am PC. Auf PC angekommen, hier ist Firestorm. Das möchte ich ganz kurz mal als First Impression vorstellen. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Das heißt auch für mich das erste Mal dieser Look, beziehungsweise dieses Programm, und ich würde sagen, auf geht's, wir schauen mal rein. Man hat hier auf jeden Fall links erstmal 4 Auswahlmöglichkeiten, automatische Fanspeed, Geschwindigkeit, dann haben wir einmal die manuelle Fanspeed, Geschwindigkeit, da können wir eingreifen dann, bei Advanced kann man die Stüfchen hier hin und her schalten, so wie man möchte, bleibt natürlich auf Standard und bei OC-Scanner, der OC-Scanner, da habe ich mich aber vorher schlau gemacht, ist dann ein Programm bzw. ein Overclocking-Scanner, der prüft, wie viel kann die Grafikkarte zusätzlich der Werksübertaktung noch zulegen. Und dann werden auch hier die entsprechenden Werte eingetragen. Man kann natürlich manuell auch hier die Power-Limit beispielsweise hochsetzen oder die GPU-Clock-Megahertz-Zahl kann man natürlich alles individuell dann selber nochmal machen. Hier unten hat man natürlich dann noch die Profile, die man sich speichern kann und falls man mehr Grafikkarten hat, kann man die hier ebenfalls anwählen. Das alles kann man natürlich auch mit einem MSI Afterburner machen, klar, aber man benötigt Firestorm, um die Zotec-Grafikkarten mit RGB ansteuern zu können. Und das ist hier über Spectra Advanced, geht hier nicht. Ansonsten sieht man auch hier bei Individual, kann man sagen, pass auf, wie jedes Element dann RGB-mäßig beleuchtet werden soll. Das werdet ihr dann natürlich gleich sehen. Wir haben auch hier immer den Unterschied zwischen Active und Idle und Active. Das heißt, wenn ihr nichts macht, könnt ihr eine andere RGB-Einstellung nehmen als bei Active. So, dann sieht man auch hier die Farben. Hier kann man die Schnelligkeit, den Speed der RGB-Beleuchtung, dann, wenn es beispielsweise ein Fade ist, einstellen, wie stark die Farben halt rauskommen sollen. Und hier unten hat man Standard-Effects, Animated-Effects. Die werdet ihr dann gleich sehen. Und dann hat man nochmal einmal Synchronized, wo dann halt alle synchron dann beispielsweise auf den Standard-Effects den Flash machen. Und das ist, glaube ich, der einzige, der so weit geht, was ich halt hier gerade so getestet habe. So, wie gesagt, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Dann würde ich sagen, viel Spaß bei der RGB-Beleuchtung. Natürlich mit ein bisschen Musik. Danach nochmal Benchmark von 2-3 Spielen. Und danach sage ich nochmal ein bisschen was zu der Grafikkarte. Auf jeden Fall viel Spaß damit und wir sehen uns gleich wieder nach RGB- und Benchmark-Test. We'll be right back.
So, ich melde mich jetzt hier schon im Benchmark-Test vom Battlefield 5 wieder, beziehungsweise meinen eigenen Benchmark-Test, den ich hier gemacht habe, da Battlefield 5 nicht über einen eigenen Test verfügt. Ich habe auch bisschen vorgespult, dass es nicht ganz so lange dauert, diese Tests. Nichtsdestotrotz sind sie doch sehr aussagekräftig, vor allem jetzt gerade, wo die Szenerie gerade spielt, im Winter. Viele Partikel müssen berechnet werden und da sieht man 85, 88 FPS. Und man sieht auch, dass die Boost- bzw. die Megahertz-Anzahl auf 1965 MHz stabil läuft. In Division 2 waren es 1950. Das heißt, man hat sogar mehr als die versprochenen 1905 MHz im Boost-Takt. Und daher ist es schon eine Leistung und man kann wahrscheinlich noch auf stabilen 2000 MHz die Grafikkarte laufen lassen. Aber ansonsten würde ich sagen, overall, habt ihr gesehen, in Division 2 92 FPS konstant, beziehungsweise durchschnittlich, muss man dazu ja eher sagen, ist ein 1080p auf Ultra-Settings beide Benchmarks gemacht. Ich habe nur einen Full-HD-Monitor, deswegen halt auch dieses Review auf Full-HD ausgelegt. Ansonsten Battlefield 5 schätze ich mal so auf, ja, mit älteren CPUs zwischen 90 und 110, 120 FPS und bei neueren CPUs so zwischen 130 und 150 FPS. Aber bitte da nicht drauf festnageln, das sind alles Schätzungen. Da meine CPU natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, kann ich euch nur das liefern, was mein Setting gerade hergibt. 4K ist natürlich auch möglich, aber ich denke, da müsst ihr, um 80 FPS zu erreichen, mittlere, vielleicht den ein oder anderen hohen Einstellungsgrad wählen. Ansonsten müsst ihr euch das halt alles selber ausprobieren. Die ganzen Angaben, Schätzungen natürlich alle ohne Gewähr. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Grafikkarte, die ja schön Power gibt. Und für 730 Euro, wenn ihr da ein bisschen Ausschau haltet, über Idealo ist es auf jeden Fall schon mal ein schönes Gerät. Alles andere ist natürlich dann wieder zu überteuert. Aber ansonsten ist der Benchmark hier auch gleich vorbei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bemerkt bitte, dass es mein erstes richtiges Review über eine Grafikkarte war. Und seid nicht ganz so extrem hart. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Ich bin raus. Ich bin Alawach1990 und ciao, Leute.